Hallo YouTube, hallo Leute auf Twitch. Wir fangen heute an, uns mit den ungarischen Feldzügen nach Westen und Süden in Europa zu beschäftigen. Wir haben uns letztes Mal schon angeschaut, wie sind die Ungarn ins Karpatenbecken gekommen. Ein ja, mehr geschichtlicher Vortrag als archäologischer Vortrag und da knüpfen wir eben jetzt heute an. Es wird wieder geschichtlich werden, sehr geschichtlich. Und ebnet uns den Weg für zukünftige archäologische Vorträge. Aber ihr könnt das Ganze so als historische Einordnung verstehen, die eben für das Grundverständnis und die Bewertung archäologischer Funde ganz, ganz essentiell ist. Ich mache dafür mal schnell die Karte auf, mit der ich letztens geschlossen habe. Und da seht ihr nochmal so ein bisschen unter anderem auch unseren Ausgangspunkt. Also ihr seht schon den Pfeil, die Ungarn sind ins Karpatenbecken gekommen, 895 circa. Es gibt auch, ich habe mich noch mal ein bisschen mehr eingelesen, nachträglich, es gibt auch Hinweise, dass die materielle Kultur, da werden wir jetzt wieder archäologisch unterwegs, bereits früher im Karpatenbecken gewesen ist. Also materielle Kultur heißt eben der Verzierungsstil, die kunsthistorisch gesehen, aber eben auch die Trachtgegenstände, die Keramik und. Das scheint eben ein bisschen früher gekommen zu sein. Drum hatte ich ja letztens mal auch schon angesprochen, dieser Einzug ins Karpatenbecken wird in Wellen stattgefunden haben, mit einem Abschlussevent dann, aber dieses heroische Bild, das eben Fürst Arpad da gesammelt mit allen auf einmal rübergegangen ist, ist ja ein bisschen mehr so Epos, als dass es tatsächlich Realität gewesen ist. Ihr seht auch hier schon mal aufgelistet die ganzen Streifzüge eben, die wir uns jetzt im Einzelnen heute anschauen werden. Ich werde viele Zahlen nennen, ich werde viele Namen nennen. Und ich hoffe, ihr steigt da durch. Ich habe versucht, das Ganze einfach zu halten und nicht zu sehr ins Detail zu gehen, damit wir da eben gut durchkommen. Der erste Kontakt zum Ostfränkischen Reich hatten wir im letzten Vortrag auch schon besprochen. Das war 862 gegen das Mährische Reich mit Kaiser Arnulf. Aber die Ungarn sind eben auch wohl als Verbündete vom Mährischen Reich aufgetreten. Das wird uns heute immer mal wieder unterkommen und kann man auch generell so sehen, dass die Ungarn ja immer politische Konflikte in Nachbarländern im Prinzip ausgenutzt haben, als Söldner aufgetreten sind. Und das waren auch so die Bestrebungen, warum man überhaupt diese Raubzüge unternommen hat. Es geht vielleicht jetzt in dieser Karte und auch in anderen Karten, die ich zeigen werde, so ein bisschen unter, weil man sieht lauter Pfeile mit Jahreszahlen und dann denkt man sich, okay, die Ungarn haben geplant, da gehen wir jetzt hin und überfallen dies und jenes Land. Aber oftmals wurden sie eben eingeladen, da Seite an Seite mit lokalen Streitkräften zu kämpfen, um andere Rivalen zu besiegen. Und das war nicht unbedingt alles aus Ungarn gesteuert. Im Sinne von Eroberungsfeldzügen, was wir ja eh nicht haben, sondern es waren nur Raubzüge. Man hatte hier nicht das Bedürfnis, sich territorial noch zu vergrößern. So vermutet man zumindest. Also es gibt dafür keine Anzeichen. Also, wir beginnen mal generell mit der Kampftechnik der Ungarn, beziehungsweise mit typischer steppennomadischer Kampftaktik der steppennomadischen Reitervölker. Also das haben wir auch schon bei Hunnen, bei den Awaren eben wohl auch. Und ich denke mal, für die Mongolen trifft das dann auch wieder so zu. Wir haben für das 10. Jahrhundert zeitgenössische Aufzeichnungen, die das überliefern. Also man kann sich vorstellen, wir haben hier eine vordringende ungarische Reiterschar, die nach einem kurzen Gefecht scheinbar die Flucht ergreift. Und sich dann vom Feind verfolgen lässt. Und wenn der Feind dann da verfolgt, dann ist er euphorisch. Vielleicht wollen sich Einzelpersonen auch hervortun, um da jetzt hervorzustechen und danach belohnt zu werden. Auf jeden Fall gibt, sagen wir mal, die ostfränkischen Truppen in dem Fall jetzt geben ihre geschlossenen Reihen auf, stürmen den Ungarn hinterher und
Es gibt aber bei diesem ungarischen Verband dann noch andere Reitertruppen, die sich zum Beispiel in einem Wäldchen versteckt haben oder so. Die reiten dann raus, kesseln zusammen mit den anderen den Feind ein und schießen diese dann mit Pfeil und Bogen nieder. Das ist eine ganz typische Taktik, die sich eben ja stark bewährt hat. Und ja, eben in diesen, sagen wir mal, 50 Jahren der Überfälle dann ja permanent praktiziert wurde. Islamischen Quellen nach stellte der Großfürst des ungarischen Stammesverbandes ca. 20.000 Reiter. In der Forschung geht man davon aus, dass man diesen 20.000 bauen kann und dass das aber eben die gesamte Größe des ungarischen Heeres beschreibt. Den Kern davon bilden die ständig bewaffneten militärischen Krieger des Fürsten, des Großfürsten. Und die sind natürlich dann auch die erfahrensten und am schlagkräftigsten. Der restliche Teil setzt sich dann aus den gestellten Kriegern der Stammes- und Sippenoberhäupter zusammen, wie man sich das, denke ich mal, so ganz logisch vorstellen kann. Dann ist es ist natürlich immer so eine Sache mit diesen historischen Quellen, inwieweit man dem Ganzen so Glauben schenken kann, weil das sind nur externe Quellen, also die Ungarn über sich selber haben da jetzt nicht Buch geführt in dem Sinn. Darum ist es sehr, sehr schwierig, aber man geht davon aus oder man sagt eben, dass die Ungarn dann mit einem oder zwei größeren Verbänden in ein ausgewähltes Gebiet gezogen sind. Da haben sie sich dann in kleinere Scharen aufgeteilt, die dann von den Einwohnern der Gegend Tribut gefordert haben. Ich habe in einer anderen Quelle gelesen, dass es runtergestuft wird, bis die kleinste Reiterschar waren wohl 10 Reiter. Wie man das wirklich nachweisen kann, ist so die Sache. Selbst wenn das schriftlich so festgehalten wurde, es soll so und so sein, wurde das dann auch wirklich umgesetzt. Da muss man immer ein bisschen kritisch die Quellen hinterfragen. Aber man kann sich das, denke ich mal, gut vorstellen. Es ist ein großer Verband von Osten in den Westen gezogen. Dann hat man sich aufgeteilt für größere Regionen und dann immer kleiner und immer kleiner. Und dann kommt es natürlich auch drauf an. Also so einen kleinen Dorfweiler kann ich mit 10 Kriegern massiv bedrohen. Geht es jetzt um kleinere Befestigungsanlagen oder größere Dörfer, brauche ich vielleicht schon mehr Reiter und, und. Also da dürft ihr gerne eure Fantasie ein bisschen bedienen. Ich denke, da ist nicht so ganz richtig oder falsch. Also da muss man leider einfach so ein bisschen, ja, selber nachdenken. Und wie es dann wirklich war, können wir leider nicht sagen. So, bei den Feldzügen wurde das Heer von einem der Anführer des Stammesverbandes geführt und im Allgemeinen war wohl auch immer ein Mitglied der Großfürstenfamilie anwesend. Und diese ganze Aufteilung und das, was ich gerade erzählt habe, auch die Taktik mit diesem, dass man sich da scheinbar die Flucht ergreift und dann vor allem umgedreht auf dem Sattel nach hinten Pfeile schießen kann. Das konnten hier bei uns die einheimischen Truppen nicht. Das zeugt alles von einer stark zentralisierten und organisierten Führung. Also da war schon ordentlich was dahinter und nicht so ein wilder heidnischer Haufen, wie man das vielleicht aus zeitgenössischen Quellen mitunter vermuten könnte. Im 10. Jahrhundert bestand das ungarische Heer ausschließlich aus leichter Kavallerie. Das ist vielen auch nicht ganz klar. Also wir haben wirklich nur leichte Reiterei. Es gab keine Infanterie und keine schwere Reiterei. Und schwere Reiterei meint jetzt auch nicht Plattenpanzerrüstungen, wie wir es dann viel später haben, sondern was bei uns als Panzerreiter oder schwere Kavallerie bezeichnet wird, sind halt, ja, ist mit Brünne, also Kettenhemd ausgerüstet, mit schwererer Rüstung. Die Ungarn, ist ja ganz schwierig, wir haben keine Kettenhemdenfunde. Man geht davon aus, dass sie eben nur Lederrüstung getragen haben. Lederrüstungen nachzuweisen ist auch schwierig. Für die Awaren ist das jetzt ganz gut gelungen. Schon zweimal ein kompletter Lamellenpanzer wurde ausgegraben. Und ja, für die Ungarn nimmt man so
Ähnliches an und da warten wir halt immer noch auf einen Sensationsfund. Genau. Was heißt das jetzt aber, wenn ich nur leichte Kavallerie habe? Das heißt, ich kann keine Festungen, keine Städte und keine Klöster belagern. Wenn sich Verteidiger da drin verschanzt haben, also hinter Mauern, hinter Wällen, dann kann man die ja eine Blockade errichten, man kann versuchen, sie auszuhungern und so zur Aufgabe zu zwingen. Man kann natürlich auch Feuerpfeile schießen, Feuer legen und. Aber es ist ja fast unmöglich, da wirklich eine Belagerung zu machen. Und es gibt dafür auch keine Nachweise. Also wir haben Zerstörungshorizonte und so, aber die Ungarn haben auch, ja, man könnte schon sagen, so eine Art mittelalterliche Blitzkrieg-Taktik gesetzt. Also schnell rein, schnell wieder raus, den Überraschungsmoment nutzen. Also so ist das abgelaufen. Man hatte ja auch gar kein Bestreben, eine Festung einzunehmen in dem Sinn, weil man wollte ja nur plündern. Man wollte ja dort nicht sesshaft werden. Genau. Was auch wichtig zu wissen ist, dass man Reservepferde natürlich dabei hatte. Und auf diesen Reservepferden führten die Ungarn dann ihre Ausrüstungsgegenstände, Lebensmittel und Kriegsbeute mit sich. Und ich habe auch andere Überlegungen gelesen, was auch sehr einleuchtend ist, dass man natürlich nicht mit dem Pferd, mit dem man aus Ungarn hergeritten ist, dann auch in die Schlacht gezogen ist. Also es gibt eine Schätzung, dass pro ungarischem Krieger wohl 3 bis 5 Pferde in Verwendung waren auf so einem Raubzug. Vielleicht hat man auch Pferde dann hier geraubt. Ganz schwierig. Also das sind wirklich nur Schätzungen und Überlegungen. Da gibt es auch keine schriftlichen Quellen. Auch archäologisch können wir das einfach nicht festmachen. Da muss man so ein bisschen hochrechnen. Da wäre Experimentalarchäologie der einzige Weg, würde ich jetzt mal fast schon sagen, wie man das so ein bisschen nachstellen könnte. Wie viel Verpflegung brauche ich denn für so und so viele Tage? Aber ich kann natürlich auch vor Ort wieder was rauben. Also da können wir nur mit einem groben Schätzwert leben und müssen es auch, weil das ist auch was, was sich, denke ich, nie eindeutig klären lässt. Genau, jetzt ist das grob geklärt, was so die Ungarn da gemacht haben, wie sie hergekommen sind, in welchen Verbänden. Wir schauen uns in einem anderen Vortrag, das wollte ich eigentlich heute auch mit reinnehmen, wir machen da aber einen gesonderten Vortrag, dann kann ich ein bisschen mehr dazu erzählen. Da schauen wir uns dann noch im Einzelnen die Waffen eben an. Darum soll es jetzt heute nicht gehen, sondern genau, wir wissen jetzt, die Ungarn kämpfen mit dieser Taktik. Die Ungarn kommen in der und der Anzahl circa hierher mit circa so und so viel Pferden und überfallen jetzt den Westen und den Süden. Auch ganz kurz nochmal, ich habe noch die 2 Bildchen von letzten Mal, damit ihr euch das auch nochmal vorstellen könnt. Also wie gesagt, Waffen schauen wir uns nächstes Mal an, aber völlig klar, der Reflexbogen ist mit die wichtigste Waffe und daneben ganz, ganz typisch der ungarische Reitersäbel. Auch von den Klamotten her, ja, wird man sowas getragen haben und vielleicht drunter ein bisschen mehr mit Leder gepanzert oder drüber. Da gibt es auch die verschiedensten Rekonstruktionen und passen dazu dann auch nochmal schnell die ungarischen Pfeile, wie man sie sich eben, ja, also so ganz grob. Es gibt deutlich mehr Untertypen auch noch, aber damit ist man auf jeden Fall gut bedient. Das sind eindeutig ungarische Pfeilspitzentypen. Wenn man die findet, ist es ganz klar, was hier passiert ist. Außer man geht eben ganz hoch in den Norden, dann können das mitunter auch Vertreter von den Skandinaviern sein. Das muss man dann im Einzelfall immer klären, aber ich sag mal, für bayerische Gebiete ist das relativ eindeutig. Oder auch für Italien zum Beispiel. Genau. Dann auch ein Bild, was ich euch letztes Mal schon gezeigt habe. Und zwar ist das die erste Hauptphase. Also diese systematischen Raubzüge durch Europa begannen wenige Jahre, sagen wir mal grob 4 Jahre nach der Einwanderung in das nördliche Karpatenbecken, um
895, 896. Ist, wie gesagt, nicht so ganz hundertprozentig klar. Und diese Plünderungen lassen sich eben in drei Hauptphasen gliedern. Ihr seht hier Phase 1 und die dauert, wie ihr es auch gut lesen könnt, von 899 bis 907. Vorab muss man natürlich sagen, diese Hauptphasen sind modern ja, ausgemacht. Ich meine, 2007 hat man sich damit beschäftigt und die ausgemacht. In der Zeit damals hat man natürlich nicht gesagt, so jetzt ist Phase 1, oh, morgen ist Phase 2. Das verschwimmt mitunter ineinander. Um völlig klar, das sind modern fest definierte Phasen, die ja auch immer so eine, wo die Grenzen so ein Grauzonenbereich sind, wo sich viel überlappt. Genau. Also, 899 wurden die reichen Städte und Klöster Oberitaliens Ziel der Überfälle. Auch das haben wir letztes Mal schon besprochen. Da sind die Ungarn nämlich im Bündnis mit Kaiser Arnulf gegen Berengar den Ersten gezogen. Der konnte dann erst durch immense Tributzahlungen das aufhalten. Ich habe hier eine Angabe von 375 Kilogramm Silber. Ich weiß aber tatsächlich nicht, muss ich ganz klar sagen, ob das Silber jetzt für wie lange diese Kilogrammangabe zählt. Denn auch die Nachfolger von Berengar haben ganz viel Tribut gezahlt bis ins Jahr 951. Also 899 bis 951 hat man ganz, ganz viel Silber den Ungarn gezahlt, um eben da Überfälle zu verhindern und sich die Freiheit zu erkaufen. Aber auch ganz, ganz wichtig, in dieser Zeit waren die Ungarn Verbündete auch wieder von den italienischen Herrschern gegen deren Rivalen. Also das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das geht wirklich oft unter. Die Ungarn haben sich da sehr gut bedient und auf mehrere Arten Geld verdient. Einmal durch diese Schutzgelderpressung, aber dann eben auch wieder als Söldner. Da greife ich jetzt ein bisschen raus. Wir befinden uns, wie gesagt, hier in der Phase 1, aber vor allem in Phase 2 geht es dann richtig ab in Italien, sage ich mal. Die Ungarn erscheinen bei Feldzügen in Pavia 924, in Rom dreimal 927, 933, 940, in Apulien 922, 927 und 947, in der Toskana 927 und 937 in der Region von Neapel und Monte Cassino. Also sehr, sehr viel unterwegs und eben da in dem Zeitraum als Verbündete, die gerufen wurden zur Unterstützung. Jetzt wieder zurück in Phase 1. Sie haben eben da Berengar angegriffen, 899, kehren zurück ins Karpatenbecken. Jetzt auf der Karte sehen wir das eben unten. Wir haben die untersten rot gekreuzten Schwerter, diese Schlacht gegen Berengar. Und dann ziehen sie, ihr seht es, Richtung Ungarn durch Pannonien, was ja noch im Einflussgebiet vom Ostfränkischen Reich war. Aber eben während des Rückzugs stirbt Kaiser Arnulf. Damit ja, ist der Vertrag zunichte, dieser Verbündetenvertrag. Und Pannonien wurde von den Ungarn verwüstet. Steht auch hier Pannonien 900. Drüber findet ihr Mähren. Hatten wir letztes Mal auch schon angesprochen, das Großmährische Reich. Da haben sie sich mit Kaiser Arnulf ja dagegen unter anderem verbündet. Als Erinnerung 862. Und das fiel dann wohl letztes Mal habe ich 904 genannt. Es gibt andere, die sagen 902 oder 906, 907. Man kann es nicht genau festmachen. Vielleicht war es auch ein Prozess in mehreren Etappen. Vielleicht weiß man auch einfach das Datum nicht genau. Also, wie gesagt, das ist unklar, aber zu Beginn des 10. Jahrhunderts ist das auf jeden Fall gefallen. Dann die Entscheidungsschlacht in Pressburg 907. Haben wir auch kurz thematisiert gegen das bayerische Heeresaufgebot. Der Großteil des Adels stirbt dabei unter anderem Markgraf Luitpold. Ganz, ganz wichtig, eine
ja, sehr unterschätzte Schlacht. Aber viele sterben. Die Grenze verschiebt sich an den Fluss Enns zurück und das Reichsgebiet wird daraufhin fast jährlich überfallen. Also der Auftakt für die Streifzüge in den Westen, die Hauptphase könnte man dann sozusagen sagen, was dann Phase 2 ist. Aber jetzt ist eben Schlacht bei Pressburg rum. Arnulf der Erste, der Sohn von Markgraf Luitpold, tritt als dessen Nachfolger an und ist federführend beim Ausbau der Verteidigung in Bayern. Er begann mit der Verstärkung der Burgen und Städte und setzte leichter bewegliche Reitertruppen ein. Und ja, wie das so ist, kostet das natürlich viel Geld. Und da hat der liebe Arnulf Kirchengüter konfisziert, was ihm den Beinamen der Böse eingebracht hat als einzige historische Person. Arnulf der Böse, der aber, wenn man jetzt rückwirkend, rückblickend da drauf guckt, ja, war das enorm wichtig, dass er das getan hat und es war auch sehr gut. Also ja, in den historischen Quellen seiner Zeit kommt er nicht gut weg, aber ohne ihn wäre das vermutlich sehr katastrophal geworden alles. Also im Nachhinein kann man ihm sehr dankbar sein. Keiner gibt gern Geld her, aber er hat da für den Schutz seiner Bevölkerung und seines Gebiets auf jeden Fall das absolut Richtige getan. Jetzt befinden wir uns in der zweiten Phase. Die geht von 908 bis 926. Dafür gucken wir uns das nächste Bildchen an. Genau. Also man sieht ja schon, da ist deutlich mehr los. Wir sind auch rausgezoomt auf der Karte, denn jetzt geht's rund in ja, Zentraleuropa bzw. ja, Westeuropa. Genau. Moment. Hier Schleichwerbung an der Stelle für meinen kleinen Merchandise-Shop. Wenn ihr tolle Archäologie-Artikel wollt, schaut da gerne mal vorbei. So, in der zweiten Hauptphase, nachdem eben ja in Bayern der Adel und Großteile dieses Heeresaufgebots geschlagen wurden, war eben der Weg offen. Und deshalb waren dann vor allem auch Bayern, Schwaben, Franken, Thüringen und Sachsen am schwersten betroffen. Aber gelegentlich sind die Ungarn auch vorgedrungen bis an die Südgrenze Dänemarks, wie ihr es ganz oben sehen könnt in der Karte. Sie sind in das Elsass gekommen, nach Lothringen, in den Norden Burgunds und mit Umwegen über Norditalien wieder bis in den äußersten Süden Frankreichs. Genau. Dann ein Jahr nach der Schlacht von Pressburg, im 908, fiel in Thüringen der Markgraf Burkhard bei Eisenach mit seinem Heer. Also auch hier wieder ein wichtiger Sieg für die Ungarn. Doch ein Jahr später konnte Arnulf der Böse wiederum einen ersten Sieg erringen, und zwar am Fluss Rott. Und ja, er wusste wohl, kann man davon ausgehen, dass er da Glück hatte und dass die Ungarn schon sehr stark waren und jetzt nicht wegen dieser einen kleinen Niederlage, es wurde ja auch nicht das gesamte Heer geschlagen, sondern ein Reiterverbund, der auf der Heimreise war mit Schätzen, der wurde überfallen. Und ja, er wusste, dass das nicht von Dauer ist und drum hat er das dann als Anlass genommen, einen 15 Jahre langen Friedensvertrag zu unterzeichnen mit dem Deal, praktisch, dass Bayern Frieden hat, aber die Ungarn da ungestraft durchziehen können. Ja, das, also sagen wir so, für die bayerische Bevölkerung tipptopp, für die anderen fraglich. Und man musste da natürlich auch dazu sagen, dass solche Verträge nicht immer unbedingt super eingehalten wurden, wie man dann auch später sieht. Wiederum ein Jahr später, also ihr seht schon, wir gehen jetzt hauptsächlich in Jahresschritten. Im Jahr 910 erlebte das ungarische Heer einen weiteren großen Erfolg auf dem Lechfeld bei Augsburg. So, jetzt werden viele von euch sagen, ja, Lechfeld, Augsburg, klar, aber 955 ist doch da das Wichtige. Ja, da ist das, sag ich mal, das abschließende Event, aber die Ungarn waren da schon früher, eben 910.
gegen den Nachfolger von Kaiser Arnulf, nämlich Ludwig das Kind, den 16-jährigen König. Und der hat da leider verloren. Er ist nicht gefallen in der Schlacht, aber Bischof Liutprand beschreibt schon, wie geschockt der König war, dass aus den geglaubten Gewinnern dann die Verlierer geworden sind, und beschreibt hier diese Taktik, die ich vorhin beschrieben habe, eben sehr gut. Haben wir eben hier auch als zeitgenössische Quelle belegt. Und er schreibt zudem abschließend zu dieser Passage dann, ich zitiere, die Ungarn durchrasten nun das Land der Bayern, der Schwaben und der Sachsen. Also eben 910, diese erste Schlacht auf dem Lechfeld, die eigentlich auch kein Mensch kennt, ist wiederum auch sehr wichtig, weil dort nochmal der König eben auch aufgerieben wurde und ein weiteres Bollwerk sozusagen gefallen ist. Und deshalb ist dann auch 10 Tage später ein weiterer ungarischer Sieg zu verbuchen, und zwar über die Franken gegen Herzog Gebhard, den sie auch besiegt haben. Und der ist dann tatsächlich in der Schlacht gefallen. Dann kommt wieder unser Arnulf der Böse. Der ist so ein bisschen auf so einer Siegeswelle, denn 913 hat er einen erneuten Sieg errungen gegen die Ungarn, und zwar bei Aschbach in der Nähe vom Inn. Und dort kam ein Reiterverband zurück aus Burgund, wohl sehr reich bepackt. Und da seht ihr schon wieder, eigentlich sind die ja auch im Frieden, aber er überfällt die trotzdem. Also es ist alles so, bloß weil was schriftlich festgehalten ist, muss man sich nicht immer unbedingt daran halten, angeblich. Ne? Also das im Hinterkopf behalten. Das Hauptproblem eben zu der Zeit war, vor allem hier in Bayern, dass man ja einzelne territoriale Einheiten und kleinere Herrscher hatten, die versucht haben, selbst Widerstand gegen die Ungarn zu leisten, und es keine wirkliche Zentralmacht gab. Also wir haben zwar hier Arnulf den Bösen, aber der ist ja auch wieder unterstellt, sag ich mal. Wir haben hier Ludwig das Kind, und trotzdem, es schafft keiner so wirklich durchzugreifen und die Macht zu festigen und zu sagen, wir machen das jetzt so und da halten wir uns dran, und ja, jeder ist so auf sich selbst gestellt. Wie gesagt, manche verbünden sich dann auch gegeneinander mit den Ungarn und. Also es ist alles sehr kompliziert. Viele komplexe Beziehungen, die sich jährlich ändern. Das erspare ich euch jetzt alles, aber es ist wichtig, trotzdem das im Hinterkopf zu haben, um diese Zeit zu verstehen. Einfach, ne? Genau. Ludwig das Kind stirbt ein Jahr später, 911, mit 17, 18 Jahren. Und ja, das ist der Tod des letzten Karolinger Herrschers. Und danach wird Konrad der Erste sein Nachfolger. Der beschuldigt 914 den Arnulf den Bösen, dass er sich mit den Ungarn verbündet hat, also mit den Heiden. Ganz, ganz schlimm, und vertreibt ihn. Und jetzt ist auch hier wieder die große Frage, wohin? Wir haben ottonische Quellen, die deutlich später darüber berichten, dass er zu den Ungarn geflohen ist, mit seinem Gefolge und seiner Familie dann dort gelebt hat und Best Friends mit den Ungarn war. Ganz aktuell geht man aber davon aus, dass es sich dabei um ottonische Propaganda handelt, sage ich jetzt mal ganz salopp. Dieses Narrativ, dass er zu den Ungarn geflohen ist, wird ganz oft aufgegriffen, und damit wird auch ganz viel argumentiert für spätere Entwicklungen. Ich würde da so ein bisschen davon abraten. Ich finde, so wie das aufgeführt ist, dass es ottonische Propaganda ist, sehr schlüssig. Und drum, es ist die Frage. Ich bin auch in, sag ich mal, diesem historischen Teil nicht ganz so drin. Ich bin ja, wie gesagt, Archäologe, bin da mehr mit den Funden unterwegs. Ist dennoch wichtig zu erwähnen. Also ich glaube, man kann nicht genau sagen, wohin er geflohen ist, weil klar, er hat Friedensverträge mit den Ungarn gehabt. Sie waren mitunter auch Verbündete, aber sie haben halt auch gegeneinander gekämpft, ununterbrochen. Also ich würde da jetzt nicht unbedingt von Best Friends sprechen und so. Also es ist leider Geschichte, je weiter sie zurückgeht, nicht immer so ganz
einfach nachzuvollziehen. Dann ist das, sage ich mal, rum. Wie gesagt, 914, Arnulf geht weg, wohin auch immer. Und ein Jahr später, ihr seht es wieder in der Karte, die Ungarn erreichen Bremen und das dänische Grenzgebiet. Also auch schon ziemlich krass. Was man auch bedenken muss, ist, dass die Ungarn nicht immer durch Bayern dann irgendwo hin sind, sondern die sind natürlich auch einfach in den Norden und dann von Norden dann nach Westen. Also das, genau, Bayern war jetzt da nicht die historische Autobahn, wo sie dann durchgebrettert sind. Nein, jetzt mal. Genau, 3 Jahre später, 918, Arnulf der Böse kommt zurück, gewinnt das bayerische Herzogtum zurück und hat einen weiteren Friedensvertrag für 9 Jahre mit im Gepäck. Es gelang ihm jedoch nicht, König in Bayern zu werden, halt generell, ja, König zu werden. Und diesen Thron hat nach Konrad, der Nachfolger von Ludwig, der Sachsenfürst Heinrich der Erste bestiegen. Ganz, ganz wichtig, Heinrich der Erste, den muss man sich wieder merken. Und ja, der Heinrich, der hatte es leider auch nicht so einfach. Der wurde dann 919 von den Ungarn besiegt, aber ist nicht gestorben. Also er wurde halt geschlagen, aber konnte fliehen. Und die Ungarn sind dann weiter nach Lothringen gezogen. Genau. Und dann hat er einen, ja, Glücksfang gemacht. Und dieser Glücksfang war ein ranghoher Anführer der Ungarn, und zwar im Jahr 926. Und dadurch konnte auch Heinrich einen 9-jährigen Waffenstillstand aushandeln, auch wieder verbunden mit Tributzahlungen. Also das geht immer so Hand in Hand. Waffenstillstand, schön und gut. Hier jetzt durch die Auslöse dieses Anführers. Aber bitte, bitte trotzdem zahlen, weil sonst ist hier kein Frieden. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Wir haben jetzt Heinrich, der zahlt, Arnulf zahlt, also beide jährlich bedeutende Summen, und Italien zahlt auch. Also die Ungarn müssten eigentlich jetzt gar keinen Krieg führen, theoretisch. Sie könnten da in Ungarn sitzen, würden ordentlich Geld verdienen. Das wird dann natürlich, geht an den Großfürst, der teilt es dann wieder auf an die ihm Unterstehenden. Aber eigentlich ist es schon extrem lukrativ. Aber dennoch kommt man als Söldnertrupp weiter in Verwendung oder ist weiter in Verwendung und macht zusätzlich Geld. Und das ist ja jetzt, sage ich mal, nur dieses ganze Raub, diese ganze Raubthematik. Wir haben natürlich dann auch noch Handel, der jetzt hier, sage ich mal, gänzlich untergeht. Wir schauen uns ja jetzt auch immer nur den Angriff Richtung Westen und Süden an, aber mit den Wikinger, mit den Kiewer Rus war da natürlich Austausch, generell auch nach Skandinavien hoch und nach Osten auch. Also man hat natürlich auch vom Handel gelebt, von der Großviehzucht und. Aber für uns jetzt interessant ist natürlich die Streifzüge. Genau. So, jetzt hat Heinrich das eben auch ausgehandelt, aber er ist nicht untätig. Er nimmt sich Arnulf zum Vorbild und baut auch sein Gebiet aus mit sogenannten Schutzburgen. Es gibt da die Burgenordnung von Heinrich dem I. Das ist auch was immer noch falsch wiedergegeben wird. Es wird ganz oft gesagt, diese Heinrichsburgen, das sind sogenannte Ringwälle, also komplett runde Burganlagen. Schauen wir uns dann an, wenn wir einen Vortrag über Burganlagen machen. Aber das kann man mittlerweile archäologisch festmachen, dass das slawische Burgen sind, die auch zeitlich gar nicht ins 10. Jahrhundert passen. Also das ist eine Fehlinterpretation. Ist halt natürlich einfach. Man sagt, ja, da ist diese Burgenbauverordnung von Heinrich. Und dann hat man überall so runde Burgen. Und dann, ja, man hat systematisch baukastenmäßig immer denselben Burgtyp gebaut. So war das aber nicht, es ist deutlich komplizierter, und drum widmen wir dieser Thematik einen eigenen Vortrag, wo wir uns das Ganze im Detail mit Beispielburgen anschauen und verschiedenen Burgtypen und dann da ganz gut bedient sind. Auf jeden Fall, er hat da Geld investiert in den Ausbau, aber auch in das Heer, in eine Reorganisation des Heeres, vor allem in die Disziplin.
Denn wie wir schon gesehen haben, in der Vergangenheit war das Heer wohl oder die verschiedenen Heere, die verschiedenen Truppen nicht so diszipliniert, haben eben ihre Reihen aufgegeben, um den Ungarn dann bei dieser Scheinflucht hinterher zu preschen und sind dadurch dann eben in die Falle getappt. Wie man sich das Ganze genau vorstellen kann, ist auch wieder so eine Sache. Was ich auch gelesen habe, ist, dass man vor allem wohl im Frühmittelalter eben noch so dieses, hatte ich auch kurz schon angesprochen, dieses Heroische hatte, dass man sich wohl als Einzelperson mitunter hervortun wollte. Jetzt, ich sag jetzt mal, grob gesagt, nicht der einfache Bauer, aber so ein niederer Adel wollte sich vielleicht mehr hervortun, hat nicht auf den Vorgesetzten gehört und. Kann man ja beliebig aufdröseln, ihr wisst, was ich meine. Und da wurde jetzt eben drauf geguckt. Man kannte ja mittlerweile diese Taktik, diese Scheinflucht-Taktik. Eigentlich kannte man die schon von den Hunnen, aber im Laufe der Zeit ist das wieder verloren gegangen. Und ja, jetzt hat man sich da mal zusammengerissen und gesagt, okay, wenn sowas ist, nicht hinterherlaufen, geschlossene Reihe beibehalten, nur so können wir gewinnen. Genau. Und das hat er dann eben wohl auch umgesetzt, also es hat wohl funktioniert. Und zeitgleich hat er auch seine Macht gestärkt. Ganz, ganz wichtig. Er hat seine Herzöge in den Griff bekommen. Ich habe ja schon gesagt, wir haben die ganze Zeit diese bürgerkriegsähnlichen Tendenzen, irgendwie jeder gegen jeden, jeder will was vom Kuchen abhaben. Und da hat sich Heinrich der Erste sehr durchgesetzt. Und er hat es auch geschafft, Böhmen und das westslawische Dalmatien, das ist ein Gebiet grob östlich von Merseburg, hatte geschafft, dass er da seinen Willen aufzwingen konnte und diese eben unterwerfen konnte. Das hat er auch sehr, sehr grausam getan. Also es wurden wohl alle, so ist es überliefert, alle Erwachsenen wurden umgebracht und die Kinder versklavt und also schon ja, mit roher Gewalt auch. Das hat er deshalb getan, weil die Ungarn unter anderem dort ja, das als Passage genutzt haben. Also die durften durch Böhmen und eben diese westslawischen Gebiete hindurchziehen. Und das ist eben das. Also sie sind dann halt praktisch über den Norden Richtung Sachsen dann gekommen. Und das hat er so unterbunden. Und er war so motiviert, dass er diesen Friedensvertrag nach 7 Jahren, erinnert euch, 9 Jahre hat er unterzeichnet oder 9 Jahre wäre es gegangen. Aber nach 7 Jahren hat er das Ganze eingestellt, die Zahlungen verweigert und ja, wie sagt man da, den Reitertrupp, der gekommen ist, die Gesandten, um das Geld zu holen, die hat er halt mit leeren Händen nach Hause geschickt. Das kam nicht so gut an, woraufhin die dritte Phase dann beginnt. Die dritte und letzte Phase. Und dafür gibt es natürlich auch wieder ein Bildchen. Und ihr seht es hier schon, die dritte Phase ist von 933 bis 955. Also wir haben. Die zweite Phase schließt ja mit 926, weil Heinrich da diesen Anführer gefangen genommen hat und dann den Friedensvertrag verhandelt hat. Es war relativ Ruhe. Also so ganz Ruhe in dieser Zwischenzeit war natürlich nie, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, es war zumindest ruhiger als zuvor. So, jetzt kamen diese Gesandten ohne Geld zurück. Das hat natürlich in Ungarn, ja, kam das nicht so gut an, woraufhin man sich ein Jahr später dafür entschieden hat, so jetzt macht man hier einen Rachefeldzug. 933 ist das eben. Und dabei zog das ungarische Heer bei Riade in der Nähe von Merseburg auf. Und ihr seht es hier auch auf der Karte, auch wieder über Thüringen könnt ihr das lesen, da steht Riade. 933, eine Schlacht und ein Fragezeichen dahinter. Also es ist eben nicht ganz so hundertprozentig klar. Vor allem auch in den Quellen. Also ich habe gelesen, unter anderem, dass eben hier eine Schlacht stattgefunden hat, wo die Ungarn besiegt wurden. Ich habe auch gelesen, dass die Ungarn beim Anblick dieses disziplinierten Heeres, ohne anzugreifen, einfach wieder umgedreht sind. Mir ist auch nicht bekannt, dass man die Schlacht gefunden hätte. Also wir haben da tatsächlich nur historische Überlieferungen. Drum ist es wahrscheinlich wieder so irgendwas in der Mitte.
Aber auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, Riade 933, ob sie da jetzt besiegt wurden oder ob sie einfach wieder umgedreht sind, ist egal. Der Effekt, den wir haben, ist der gleiche. Nämlich diese dritte Phase beschreibt mit Beginn bei Riade 933 einen Wendepunkt. Dieser Prozess dauert dann zwar noch 22 Jahre, aber da haben die Ungarn keinen bedeutenden Sieg mehr auf deutschem Boden errungen. Für alle Zeit, also durchgehend bis jetzt. Aber vor allem jetzt natürlich wichtig fürs Mittelalter. Also das ist der Wendepunkt. So, das, was Heinrich gemacht hat, hat Früchte getragen. Es ist nicht gelungen, dass die Ungarn da eben das zerschlagen und die guten alten Zeiten, sage ich mal, wiederherstellen. Ja. Aber die Ungarn wollten natürlich weiterhin Geld. Ne? Jetzt ist die Tributzahlung ist ausgeblieben und man konnte Heinrich jetzt auch militärisch nicht dazu bewegen, dass er weiter zahlt oder auch was plündern. Deshalb dehnten die Ungarn dann 935, 937 die Plünderungen weiter nach Westen und Süden aus. Ich habe euch ja Italien vorhin schon zusammengefasst. Ihr seht es auch hier nochmal auf der Karte eben ganz schön. Und sie kamen in dieser dritten Phase nach Belgien, Nordfrankreich, Lothringen, Burgund, Aquitanien, aber eben auch wieder Italien und sogar bis zur Südspitze unten, 947. Ihr seht es auf der Karte. Und ihr seht auch, das Byzantinische Reich ist eben auch erwähnt. Da waren sie auch unterwegs. Aber so ein Schwerpunkt war eben das Ostfränkische Reich, beziehungsweise dann das Ottonische Reich. Ich hoffe, ihr könnt auch alles gut auf der Karte sehen. Ich lasse sie auch immer lang eingeblendet. Ihr seht, wie gesagt, da auch die Legende dazu. Und kommen wir am Schluss auch nochmal ganz darauf zu sprechen, was man sieht und vor allem, was man nicht sieht. Also, wir waren stehen geblieben an der Südspitze Italiens. Dann stirbt Heinrich leider auch und das ist dann wieder anders für die Ungarn. Jetzt könnte man es probieren. Sie wollen sich da einmischen in die unsichere Thronfolge. Da gibt es dann auch wieder Zwist, aber jemand kann sich durchsetzen. Den kennt ihr aber vermutlich alle. Otto der Erste schafft es. Er ist der neue Herrscher und schlägt die Ungarn auch wieder in die Flucht und zwar 938 in Sachsen. Ein Jahr zuvor ist Arnulf in Bayern gestorben, 937. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie man diese Flucht von Arnulf interpretiert. Also in den Quellen, die sagen, dass er zu den Ungarn geflohen ist, die sprechen jetzt davon, dass das natürlich für die Ungarn ganz tragisch ist, da ihren bayerischen Verbündeten verloren zu haben. Vielleicht auch wieder gekoppelt an Tributzahlungen. Ich will es erwähnt haben, aber wie gesagt, setzt das Ganze mal in Klammern. Muss nicht unbedingt stimmen. Was stimmt, ist, dass Otto den Sohn von Arnulf dann vertrieben hat und Arnulfs jüngeren Bruder Berthold auf den Thron setzt. Also ganz viele Namen. Ich hoffe, ihr steigt da durch. Arnulf ist tot. Sein jüngerer Bruder ist jetzt auf dem Thron. Arnulfs Sohn hat nichts zu melden. Und dieser Berthold ist dem Otto sehr treu und er schlägt die Ungarn in einer Schlacht im heutigen Österreich, ihr seht es auch auf der Karte bei Wels, 943. Also ihr merkt schon, ne, die Ungarn kriegen jetzt vermehrt eins auf den Deckel. 947 setzt Otto dann seinen eigenen Bruder Heinrich auf den bayerischen Thron. Jetzt haben wir zwei Heinrichs hier in dieser Erzählung, also Heinrich der Erste, der Vater von Otto und jetzt Ottos Bruder Heinrich auf dem bayerischen Thron. Da war er nicht sehr beliebt, das hat zu viel Zwist geführt, aber für Otto war das natürlich wieder ganz, ganz praktisch und dieser Heinrich hat die Ungarn ebenfalls gestoppt an der bayerisch-böhmischen Grenze 900 48 dann, wo sie eben wieder in Bayern eindringen wollten. 3 Jahre später, also 951,
drang dieser Heinrich dann selbst mit seinem Heer in westliche ungarische Gebiete ein. Und das ist auch wieder ein wichtiger Punkt, vor allem, denke ich mal, auch psychologisch aus jener Zeit. Das ist das erste Mal seit der Schlacht von Pressburg im Prinzip, wo ein fremdes Heer in ungarisches Gebiet eingedrungen ist. Also wenn man da psychologische Kriegsführung, also moralisch wird es auf jeden Fall was gemacht haben. Ne? Wir haben jetzt hier lauter Verluste aufgelistet und dann schafft praktisch hier auch noch eine Armee in Ungarn einzudringen und da zu randalieren. Also alles nicht so rosig für unsere Reiterkrieger. Genau. Und es bleibt unrosig, denn zu dieser Zeit, 951, ihr erinnert euch, das habe ich vorher schon mal genannt, da hören nämlich die Tributzahlungen aus Italien auf. Denn die italienischen Gebiete fallen jetzt auch unter die Oberhoheit von Otto, also von Otto eben. Und ja, das kommt auch nicht gut an. Aber nicht nur diese externe Bedrohung durch die Ungarn ist gegeben, sondern, ich habe ja schon gesagt, in dem Reich selber gibt es ja viel Zwist. Jeder möchte immer noch ein Stück vom Kuchen abhaben. Und ja, wir haben hier Rebellentruppen, sage ich mal. Da kann man auch sehr, sehr viel dazu erzählen. Ottos Sohn ist nicht so zufrieden. Der Schwiegersohn Konrad der Rote von Lothringen auch nicht. Wir sind jetzt hier in der Zeit 952 bis 954, 55. Ganz grob, wie gesagt, wir gehen nicht zu sehr ins Detail. Auf jeden Fall ist der Schwiegersohn und der Sohn, die sind miteinander verbündet. Konrad der Rote ruft die Ungarn zur Unterstützung. Die kommen dann auch, aber bis sie da sind, hat er sich wieder mit Otto versöhnt. Und ja, der Heerführer Bulcu, der ist auch wichtig von den Ungarn, ist da praktisch dann noch bei Konrad dem Boten. Es wird wohl auch noch ein Fest ausgerufen. Auf jeden Fall, da man ja jetzt nichts mehr von ihnen will, aber sie auch nicht verärgern will, schickt man sie einfach weiter nach Westen. Sagt, plündert doch bitte weiter im Westen, aber lasst hier uns in Lothringen in Ruhe. Man gibt ihnen wohl sogar noch Führer an die Hand, die sie durch Lothringen durchbringen, dass da nichts passiert. Wo sie dann genau angegriffen haben, weiß man nicht, aber auf jeden Fall so grob ist es dann passiert. Genau, jetzt muss man sich das, was ich vorhin schon gesagt habe, so vorstellen, wie ist das jetzt in Ungarn selbst? Ne? Also man merkt schon, man hatte jetzt gehofft, man kann hier in den Konflikt gegen Otto mit eingreifen, das politische Geschehen ein bisschen beeinflussen. Dieser Aufstieg Ottos und die Festigung seiner Macht ist mit Sicherheit nicht positiv aufgenommen worden in Ungarn. Also es war eine ganz große Bedrohung. Otto hat sich durch seinen Bruder, ja Bayern im Prinzip, einverleibt. Die Lombardei, Böhmen, Italien und diese ganzen Tributzahlungen fallen jetzt weg. Und da ist jemand, der ihn jetzt seit ein paar Jahren schon auf den Deckel haut und irgendwie ja, da eisern dagegen hält und wohl auch so diese politischen Konflikte im eigenen Land ganz gut geregelt bekommt. Also für die Ungarn in dieser Hinsicht eine große finanzielle Bedrohung. Zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Bedrohung, was territoriale Sachen angeht. Ne? Also die Ungarn sitzen da verhältnismäßig ja immer noch ein Stück weg. Ne? Also da ist jetzt nicht Grenze an Grenze, krasse Gefahr. Aber wir haben ja schon den Zug, also den Heereszug von Heinrich gegen Ungarn. Die Tributzahlungen sind weg. Das ist natürlich schlecht. Und das muss man als Großfürst natürlich auch seinen Untertanen irgendwie verkaufen, dass die goldenen Zeiten irgendwie vorbei sind. Und das wird wahrscheinlich zu viel Diskussion am ungarischen Fürstenhof geführt haben. Woraufhin man sich entschieden hat, 955 in die immer noch anhaltenden Konflikte in Bayern einzugreifen. Und man ist bis dato mit dem größten Heeresverbund wohl dann ja nach Bayern Richtung Augsburg gezogen. Wir sprechen hier von vermutlich 5.000 bis 6.000 Reiterkrieger.
waren auch ein paar Verbündete dabei. Man hat angefangen, Augsburg zu belagern. Es wird auch berichtet von Belagerungswaffen, von leichteren. Dafür hat man wohl auch entsprechendes Personal gebraucht. Aber das ist schon, ja, so rückblickend betrachtet, auch so ein bisschen so ein Verzweiflungsakt. Ne? Also man gibt jetzt schon so dieses klassisch nomadische, was diese Taktik, die man hatte, ein bisschen auf, weil man auch gemerkt hat, eigentlich bringt das gar nichts mehr. Und zusätzlich, dass die eigene Taktik ja nicht mehr ganz so up-to-date ist, beziehungsweise der Gegner sich mittlerweile angepasst hat, ist Augsburg massiv befestigt worden. Und Bischof Ulrich, der da die Verteidigung leitet, der wusste ganz genau, was er tut, und er hat es ganz erfolgreich gemacht und hat so Zeit gewonnen für den lieben König Otto, der in der Zwischenzeit mit seinem Reichsheer angerückt ist. Die Ungarn haben dann die Belagerung gestoppt und es findet die Schlacht auf dem Lechfeld statt, die Lechfeldschlacht. 955 sagt ganz vielen, was ist für die deutsche Geschichtsschreibung auch so ein ganz eponymes Event, nenne ich es jetzt mal. Das würde ich tatsächlich auch nochmal gesondert behandeln, vielleicht in einem deutlich kürzeren Vortrag, aber da passiert viel. Wir haben gute schriftliche Überlieferung und das wäre jetzt schade, das hier so ein bisschen so mit abzufrühstücken, weil es doch sehr viel Input heute in dem Vortrag ist, was ich finde, was man erstmal ein bisschen sacken lassen muss. Aber wir schauen uns das auf jeden Fall noch an. Wichtig ist, die Schlacht endet mit einer großen Niederlage der ungarischen Truppen und der Gefangennahme dreier Heerführer, unter anderem dem Bulcu, der ja noch ein Jahr davor mit Konrad dem Roten in Verbindung war. Übrigens, Konrad der Rote stirbt bei der Schlacht auf dem Lechfeld, wird aber ganz hoch gepriesen, dass er ganz entscheidend für den Schlachtausgang war. So, das Augsburg liegt ja da im Einzugsgebiet von Heinrich und Heinrich nimmt dann diese drei Heerführer, bringt sie nach Regensburg und lässt sie dort aufhängen. So, und jetzt haben wir dieses Datum 955. Es ist, wie gesagt, das Ende eines langen Prozesses. Der hat begonnen mit der Schlacht bei Riade 933 und in dieser Zeit folgt im Prinzip ein Verlust oder eine Niederlage der Ungarn auf die nächsten. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum vor allem ungarische Archäologen und Historiker dieser Schlacht auf dem Lechfeld gar nicht so eine große Bedeutung beimessen wollen, was ich auch in Zügen nachvollziehen kann, weil es unausweichlich war. Also diese Niederlage war unausweichlich. Wie gesagt, man hat hier schon so ein bisschen die Taktik geändert. Augsburg war befestigt. Man hat davor nie Städte eigentlich belagert. Also ja, man hat Freising, hat man 909 eingenommen und. Aber Augsburg war massiv befestigt. Augsburg konnte sich behaupten. Es hat sich ja abgezeichnet, dass es so eine Verzweiflungstat irgendwie war, um wieder diese Zahlungseingänge zu sichern und auch den Otto so ein bisschen zu bremsen, weil wer weiß, vielleicht hätte Otto ja auch generell Lust gehabt, sich Ungarn zu holen. Ja, und drum aus mehrerer Hinsicht, wie gesagt, das ist einfach das Ende dieses langen Prozesses in Deutschland. Wichtiges historisches Ereignis, auch natürlich in Augsburg selbst und in den Gebieten rundherum, sehr, sehr wichtig. Ihr kennt vielleicht auch die Serie, die heißt Die Deutschen. Das ist so eine, ich glaube, von den Öffentlich-Rechtlichen, so ein längerer Epos im Terra X-Style. Es sind auch oft viele Ausschnitte dann drin, die in Terra X wiederverwendet werden. Und das beginnt mit der Schlacht auf dem Lechfeld. Also auch so im kollektiven Bewusstsein ist so dieses erste Mal, dass Deutschland da zusammenkommt, um die Bedrohung zu schlagen, ist diese Schlacht auf dem Lechfeld. Was aber, ja, würde ich jetzt mal nicht so viel da drauf geben. Also wie gesagt, es ist, das Ende eines langen Prozesses. Es war unausweichlich. Klar hat man da groß gesiegt, aber
man tendiert dazu, dieser Schlacht mehr, ja, auch wieder so ein Epos, so ein Heldending zuzumaßen, was vielleicht gar nicht so ist. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass damit 955 die Ungarn aufhören, hier in den Westen vorzudringen. Aber, gehen wir mal wieder auf dieses Bildchen. Ihr seht es, wenn ihr da noch südlich von Ungarn guckt, da geht's weiter. Denn die haben auch Tribute gezahlt, also Byzantinisches Reich. Und ja, die haben aber mitbekommen, dass der Otto die Ungarn besiegt hat und haben daraufhin auch ihre Tributzahlungen eingestellt. Und damit das nicht noch ein zweites Mal passiert, dass sie da ja kein Geld mehr bekommen, sind die Ungarn dann eben auch gegen Thessaloniki gezogen und dann eben auch gegen Arkadiopolis 970, wo sie auch geschlagen wurden, vernichtend. Und das 970 ist das letzte Mal, dass die Ungarn da versuchen, mit ihren Reiterscharen auszubrechen und Geld zu erpressen. Aber sie machen es ganz geschickt danach. Das ist dann auch was, was man sich zukünftig nochmal anschauen kann. Auch interessant hier nach 955 gibt es einen Waffenwechsel bei den Ungarn. Man verwendet skandinavische Schwerter teilweise. Es gibt Zwischenformen Schwerter mit einem Säbelgriff. Man setzt auch auf schwere Kavallerie, hat aber immer noch keine Reitersporen zum Beispiel. Also da passiert einiges, man wird christlich und ja, man behält seine Grenzen, also da hat sich so nichts getan und man integriert sich nach christlichem Vorbild, sage ich jetzt mal, in diese große mittelalterliche europäische Gemeinschaft, könnte man jetzt sagen. Ne? Und so enden eben diese Raubzüge und auch das Heidnische endet. Und alles ist schön und super, um das so abschließend zu sagen. Ganz kurz noch ein Exkurs, den wir uns auch noch anschauen. Ich klicke das Bildchen wieder weg. Genau, wir können uns aber trotzdem noch dabei den da mal stehen lassen. Das ist schön anzuschauen. Also, ich habe euch jetzt ganz viel erzählt über diese Raubzüge der Ungarn. Wie gesagt, wir können das in drei Phasen grob modern gliedern. Es ist viel passiert, außenpolitisch, innenpolitisch, ganz viele Namen. Dauernd verschiebt sich alles, es ist sehr kompliziert, aber ich glaube, so nüchtern von oben, von außen betrachtet, kommt man da schon ganz gut durch und die wichtigsten Eckdaten haben wir hier abgefrühstückt. Wie ist es jetzt aber so generell? Also ich habe euch jetzt viel gezeigt, viele Schlachten, viele überfallene Klöster oder Städte. Und dieses Wissen über die Ungarneinfälle der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts ist im Hinblick auf die schriftlichen Quellen sehr umfangreich, aber bei weitem nicht vollständig. Also wir haben viel, vor allem in ottonischer Zeit, also unter Otto geht es dann wieder los, dass man viel schriftliche Quellen hat. Davor nicht wirklich. Und wenn, dann bezieht sich das auch nicht immer unbedingt so auf die ungarischen Sachen. Klar, wenn ein Hochadliger da irgendwas zu tun hat, dann schon. Aber da muss man dann schon auch Glück haben, wenn ein Kloster zum Beispiel schreibt, wir sind überfallen worden oder so. Und viele Schriftquellen sind natürlich auch verloren gegangen. Das darf man nicht vergessen. Die meisten Namen der Dörfer, Klöster und Burgen, die damals geplündert oder sogar komplett verwüstet wurden, sind uns unbekannt. Solche Lücken können dann eigentlich nur archäologische Funde schließen und die nehmen stetig zu. Und das ist auch so ein bisschen Ausblick jetzt auf unsere zukünftigen Vorträge zu diesem Themengebiet. Wir haben jetzt, sag ich mal, den historischen Rahmen grob einfach behandelt, damit jeder weiß, was ging in dieser Zeit ab, um wen geht es überhaupt. Und jetzt macht es dann Sinn, sich die archäologischen Details anzuschauen. Es gibt da Grabbeispiele, die wir uns eben anschauen können. Den Burgenbau an sich, wie wurde gebaut, die Architektur und. Und da ist eben viel unbekannt. Ich habe mich auch in meinen Arbeiten, in meinen wissenschaftlichen Arbeiten bisher nur mit unbekannten Fundplätzen beschäftigt.
Und das ist auch so ein bisschen das Problem dann mit der Archäologie, weil so Kriegs- und Beutezüge, könnt ihr euch vorstellen, die sind in der Regel sehr kurzfristige Ereignisse. Ich habe so dieses Wort mittelalterlicher Blitzkrieg in den Raum geworfen. Es ist schwierig, sowas archäologisch nachzuweisen. Ist einfach so. Also, außer man hat dann vereinzelt gut dokumentierte Zerstörungshorizonte. Sprich, wenn Siedlungen und Klöster oder Burgen bei so einem Überfall niedergebrannt wurden. So haben wir es zum Beispiel im Kloster Benediktbeuern, da haben wir eine schriftliche Überlieferung, 955, von so einem Angriff, und archäologische Ausgrabungen haben auch eine Brandschicht zum Vorschein gebracht, die man durch Funde und so eben schön dahin datieren kann. Wir haben aber auch Brandschichten im Kloster und im Stadtgebiet von Eichstätt oder in der Burg der Grafen von Ebersberg. Und da haben wir aber keine schriftlichen Überlieferungen, aber wir haben eben die archäologischen Funde und diese Brandschichten, die das Ganze ganz gut, ja, datieren lassen. Das ist mitunter nicht immer einfach. Es gibt viele krasse archäologische, ja, Befunde. Ein Fund ist ein Einzelobjekt. Ein Befund wäre jetzt zum Beispiel ein Haus, eine Burg. Solche Sachen, um das mal zu beschreiben. Also es gibt auch Burgen, die wirklich mit Steinbauweise waren, da war Glas und alles Mögliche, haben aber keine schriftliche Erwähnung in den historischen Quellen. Und nur archäologische Ausgrabungen konnten zeigen, dass da wohl ein sehr wichtiger Sitz eines Fürsten war oder eine Pfalz, was auch immer. Also Archäologie und Geschichte sollten im Idealfall immer Hand in Hand gehen und die einen die anderen unterstützen. Und ja, auch hier eben dieses 10. Jahrhundert ist ein ganz gutes Beispiel in ganz vielen Aspekten. Ob wir uns jetzt die Streifzüge anschauen, ob wir uns den Burgenbau anschauen und, kann man da sehr viel voneinander lernen. Und es ist leider schade, dass ja, viele Archäologen die Historiker ein bisschen ignorieren und die Historiker die Archäologen ein bisschen ignorieren. Mir ist das selber mit unter anderem auch oftmals passiert, dass ich da ja, mich zu sehr unwissentlich auch auf das Archäologische konzentriert habe und so ein bisschen diesen historischen Kontext vernachlässigt habe. Aber um sowas zu verstehen, ist das immer ganz essentiell. Was haben wir da neben so Brandschichten noch? Wir haben vergrabene Münzdepots. Also ich vergrabe einen Münzschatz. Das kann man, sagt man in der Archäologie, das können zwei Sachen sein. Entweder ich will, dass er versteckt ist und nicht mehr gefunden wird. Das wäre dann eine rituelle, kultische Handlung. Ich opfere einer Gottheit. Oder ich verstecke es und will, dass ich es wiederfinde. So, im Falle von so Krieg geht man natürlich dann davon aus, dass wenn dieses Münzdepot nicht mehr gefunden wurde, dass derjenige, der es vergraben hat, umgekommen ist oder versklavt wurde und weggekommen ist. Da gibt es Münzdepots aus dieser Zeit, die sind aber noch nicht wirklich umfassend ausgewertet worden. Zwar vielleicht immer im Einzelfall, aber es gibt keine Verbreitungskarte, die sich das Ganze mal angeschaut haben, weil natürlich könnte man durch so einen vergrabenen Münzschatz Rückschlüsse ziehen, dass dort eine Bedrohung durch die Ungarn war, eine akute Bedrohung. Ne? Ich persönlich würde aber auch wieder mit einwerfen, dass wenn man sagt, man hat auch so territorial innerpolitische Zwiste, dass es vielleicht auch in so einem Kontext passiert ist. Also wie gesagt, es ist leider nichts wirklich schwarz-weiß. Man muss da so ein bisschen die Fühler ausstrecken und für viele Interpretationen offen sein. Aber Münzdepots gibt's und sie können Rückschlüsse auf so eine Bedrohung durch wen auch immer geben. Unter besonders günstigen Umständen findet man ungarische Waffen. Und das ist natürlich der Hauptanzeiger für ungarische Reiterkrieger. Diese Waffen, wir können hier nochmal die Pfeile an dieser Stelle einblenden, sind ganz, ganz typisch. Wir werden uns in einem eigenen Vortrag zu den Waffen das nochmal genau anschauen. Vorweg kann ich schon sagen, ihr seht, wir haben hier Pfeilspitzen, Blätter, die einen Schaftdorn unten haben. Entschuldigung. Und das ist ganz typisch östlich. Wir haben es auch in Skandinavien, aber das ist so ganz typisch im Osten. Und
Hier, Ostfränkisches Reich, hatte man Tüllen. Also diese Pfeilspitzen von den Ungarn, die steckt man in den Holzschaft. Und die Ostfränkischen ist genau andersrum. Man steckt den Holzschaft in den Pfeil. Da gibt es auch wieder Grenzgänger und Überschneidungen, wie ich in meiner Arbeit sehr schön zeigen konnte und euch deshalb schön berichten kann. Es ist leider auch hier nicht wieder Schwarz-Weiß-Denken. Da muss man wirklich davon abkommen. Aber wenn man solche Pfeilspitzen findet, vor allem hier bei uns, also jetzt nicht Richtung Dänemark, dann kann man sehr stark davon ausgehen, dass es sich um ungarische Typen handelt. Also zu 99%. Und das ist natürlich ein eindeutiger Anzeiger. Dann gibt es natürlich noch andere ungarische Waffen wie Äxte und vor allem den Säbel, den habe ich ja auch gezeigt. Können wir uns auch hier nochmal schnell anschauen. Aber das sind natürlich große Waffen und wenn so eine Schlacht vorbei ist, dann wird der Sieger, wer auch immer es ist, das Schlachtfeld plündern nach Edelmetallen, Waffen. Man kann solche Äxte weiterverwenden, man kann die Schwerter und Säbel einschmelzen, also sowas. Das sind keine Schlachtverlustfunde, sondern das findet man ganz, ganz leicht. Es gibt Einzelfälle, vor Augsburg wurde so ein Prunksäbel gefunden, man weiß nicht. Ist der von 955, 910? Gab es dazwischen nochmal was, von dem wir nichts wissen? Ein absoluter Sonderfall. Aber in der Regel, Pfeilspitzen sind Verlustgegenstände. Die findet man. Und da kann man dann eben Rückschlüsse auf so ein Schlachtevent ziehen. Ich habe da ganz viel dazu bearbeitet, zu einem Gebiet, wo es keine schriftlichen Überlieferungen gibt, aber unglaublich viele Pfeilspitzen. Und ja, da muss man auch sagen, da war ein Schlachtfeld sehr, sehr, sehr sicher. Aber wir wissen nicht, unter welchem Kommando und wie viel und wie und was. Und ja, da ist dann tatsächlich die Archäologie gefragt. Und nur die Archäologie, weil sonst gibt es keine Methode, mit der man da Licht ins Dunkel bringen könnte. Ich hoffe, ich habe euch damit einen sehr schönen Einblick geben können in diese Streifzüge der Ungarn. Habe ein paar, ja, Spoilerchen oder Teaser schon rausgehauen, was wir uns in Zukunft noch anschauen werden. Also auf jeden Fall den Burgenbau, der ist ganz essentiell. Auch schon gesagt, durch Heinrich und Arnulf stark in die Wege geleitet. Dann in Augsburg in seiner glorreichen Vollendung auch Früchte getragen. Und ja, die Waffen, Schmuck, habe ich im letzten Video schon gesagt, können wir uns auch noch anschauen. Also es gibt viele Themenbereiche. Ich versuche euch das immer so ein hübsch aufzubearbeiten, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Wir können uns aber auch zum Beispiel hier als Empfehlung ein sehr gutes Buch, da habe ich auch für heute eben, das verwende ich schon sehr, sehr lange, da habe ich auch für heute viel rausgenommen. Da geht es um ein Reitergrab eines ungarischen jungen Kriegers bei Gnadendorf in Niederösterreich. Wir können uns auch nur dieses Grab anschauen. Also da gibt es einiges, was ich euch noch zeigen kann. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, lasst sie mich einfach wissen. Schreibt sie unten in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Ciao, ciao.